Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Makrofotografie von A bis Z mit, ich sag jetzt mal, einfachen Mitteln. Beim letzten Mal habe ich das nicht gesagt, aber es trifft es eigentlich ganz gut. Heute auch wieder ein Video, sehr, sehr ungewöhnlich. Ihr seht das schon hier an meinem Setup. Und das werde ich euch gleich erklären. Aber bevor ich anfange, muss ich zum letzten Video noch was sagen. Das ist übrigens da oben verlinkt, hat was mit dem Objektiv zu tun. Ein Objektiv, ein Makroobjektiv, ich sage jetzt keinen Namen, findet ihr in dem Video bzw. auch unten in der Videobeschreibung. Und warum mache ich keinen Namen rein? Weil ich sonst da oben wieder Dauerwerbesendung einblenden müsste. Und das ist es gar nicht, weil ich ein ganz normales Video mache und das nichts mehr im Grunde mit diesem Objektiv zu tun hat. Das ist ein Objektiv, was ich an meiner oder für meine Olympus bekommen habe. Das kann bis 2:1. Und das habe ich euch im letzten Video gezeigt. Ich habe zwei Aufnahmen gemacht, aber die eine, ehrlich gesagt, hat sie mir auch nicht so gut gefallen, obwohl sie genauso gut war, in Anführungsstrichen, wie die 2:1 Aufnahme. Jetzt habe ich mein selbes Motiv hier schon ausgerichtet, aber das mache ich alles nochmal, wenn ich nämlich anfange. Das ist nämlich jetzt alles ein bisschen komplizierter. Bevor ich aber einsteige, euch das hier alles erkläre, bitte, bitte, bitte gut zuhören. Liebe Anfänger von Makrofotografie, es gibt da draußen ganz viele Videos, ganz, ganz viele. Und jeder versucht das so easy und einfach wie möglich euch zu erklären. Das ist auch okay. Aber eine Sache, die ist unglaublich wichtig. Und jemand, der durch meine Makrofotografie-Serie zur Makrofotografie gekommen ist, und ganz ehrlich, der macht fantastische Bilder, der Torben, der hat gesagt, Sven, du solltest vielleicht noch mal sagen, dass eine Sache hier nicht erklärt wurde. Und das ist Erfahrung. Das, was ich gestern hier, oder ehrlich gesagt im letzten Video, nicht gestern, das war am Montag gemacht habe, heute ist Freitag, das, was ich da gemacht habe, so einfach mal eben so, beruht darauf, dass ich, ehrlich gesagt, seit dem Tod von meinem Vater so richtig in die Makrofotografie eingestiegen bin. Und das war Dezember 2014. Und ich bin auch in diese hohe Stufe der Makrofotografie eingestiegen mit einer ganz anderen Ausrüstung, wie das, was hier steht. Das ist, ich versuche es mal sehr simpel heute, um zu sehen, ob es denn theoretisch geht, wenn man die Erfahrung hat. Und genau das ist der Punkt. Ohne Erfahrung, ohne, ich sage jetzt mal, also für Fokusdecking macht man ja nicht nur 5 Aufnahmen, sondern bei dem letzten Bild vom Montag, ich blende das euch mal ein, das waren, glaube ich, 155 Aufnahmen. Wer also nicht mit seiner Kamera mal locker 10, 20, 30.000 Bilder gemacht hat, die dann gesteckt hat, um festzustellen am Ende, oh, das Bild war nicht gut, da ist noch ein Fussel und so weiter und so fort. Also all die Dinge, auf die ich achte, die ich euch aber gar nicht in einem Video erzählen kann. Das ist schier unmöglich, Wissen auf diese Art und Weise weiterzugeben. Da müsste ich hier so flupp machen können und euch rüberschicken. Das geht nicht. Und egal, wer euch da draußen was erzählt, das ist alles super easy und ganz einfach. Nur Übung macht den Meister. Wenn ihr das verstanden habt, dann wisst ihr auch, wer hier anfängt, der wird sehr wahrscheinlich bei der ersten Aufnahme, die ich heute mache, und ich hoffe, sie wird was, gnadenlos scheitern. Aus dem Grund mein wirklich, wirklich ernst gemeinter Tipp. Als erstes Mal, seht euch mal meine Playliste an. Jetzt nicht, dass die vielleicht besonders gut ist, aber sie ist sehr umfassend, glaube ich. Da ist einfach von jedem ein bisschen drin, damit ihr eben wisst, es gibt nicht nur einen Weg nach Rom, sondern viele Wege führen nach Rom.
Der eine macht das so, der nächste macht das so. Dieses Setup, was ich hier aufgebaut habe, das ist ja total simpel. Der nächste sagt, da baue ich mir was Richtiges. Dürft ihr alles. Ihr könnt euch viel bessere Dinge kaufen. Also gerade dieser Makroschlitten, kommen wir gleich drauf, der kommt heute hier an seine Grenzen. Der kostet aber auch nur 20 Euro oder ein bisschen mehr mit Porto und Verpackung. Und genau das ist der Punkt. Ich werde damit umgehen können, weil ich die Problematik kenne. Ihr werdet da scheitern. Deswegen fangt bitte mit was Normalem an. Ein Makroobjektiv bis 1:1 ist in der Regel vollständig ausreichend, damit ihr überhaupt mal mit dem Fokus-Stacking so richtig anfangen könnt. Gerade im Winter. Wir haben draußen kein tolles Wetter, sind wir mal ehrlich. Ihr könnt euch hier zu Hause auch Blumen sind übrigens sehr viel schwieriger oft als Insekten. Täuscht euch da mal nicht, probiert's mal aus. Ihr könnt da so viel machen mit Fokus-Stacking und üben. Und Wissen sammeln, das kann euch niemand wirklich hier beibringen. Nicht ich, nicht andere, nicht Leute mit 300.000 Abonnenten. Es ist deutlich schwieriger. Jetzt kommen wir zum Aufbau. Was hat sich geändert seit dem Montag, seit diesem Objektiv, was bis 2:1 geht? Das hier hat sich geändert. Was ist das? Ich mache da keine große Einblendung. Einen Adapterring auf M42 auf meine Olympus, also auf MFT, gibt es für jede Kamera. Super easy. Warum M42? Viele werden gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Also das ist ein altes, ja, ist ein Schraubgewinde, kein Bajonett. M42 kann man unglaublich einfach herstellen. Wer theoretisch eine Drehbank hat und Ahnung hat, der kann sich M42 Adapterringe selber herstellen. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe hier diese schwarzen, das ist ein Set. Einer fehlt, ja, also das besteht aus einem sehr langen, ich glaube halb so lang, jeweils die Hälfte. Dieses Set habe ich gekauft, das ist M42. Das kostet schon ein bisschen was, aber man kann hier einiges an Entfernung machen. Hier vorne sind nochmal alte Zwischenringe, die kommen wahrscheinlich aus... Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, aber da draußen ist gerade die Hölle los. Also, dann hier habe ich noch mal drei Zwischenringe reingemacht. Mehr habe ich, also ich hätte noch ein paar mehr, aber ich habe mir gedacht, das langt. Also jedenfalls, hier sind es auch noch mal Zwischenringe. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das ist also auch M42. Ganz klein seht ihr hier einen Ring. Dieser da, wo jetzt der Kugelschreiber drauf ist. Der wird schwierig zu kriegen, das sage ich euch gleich. Aber man kann sowas auch sich machen lassen. Das kostet halt mal Geld, aber dann hat man ihn. M42 und auf der anderen Seite ist das Filtergewinde des Objektivs, welches ich heute benutze. Warum dieses Objektiv? Also prinzipiell geht es auch mit jedem Objektiv. Da möchte ich euch übrigens dieses Video da oben verlinken. 10 Tage, 10 Fotos. Bei der ersten Staffel war ich dabei. Und da habe ich gezeigt, wie ich mit einem... habe ich da Retrostellung gemacht? Nein, habe ich mit Zwischenringen gearbeitet. Asche auf mein Haupt. Aber trotzdem, auch da kann man schon was mit anfangen. Könnt ihr euch also ansehen. Das ist vielleicht auch interessant. Jedenfalls ist das hier ein Vergrößerungsobjektiv für die Dunkelkammer. Und ich habe sozusagen den älteren Bruder von diesem Objektiv, welches ich benutze. Und da bitte aufpassen, ja, falls jetzt jemand sagt, das kaufe ich mir auch. Das ist auch wirklich nicht schlecht. Das ist der ältere Bruder. Das ist noch hier in seinem Behältnis drin. Das ist ein Nikkor EL, also Nikon EL Nikkor 2,8er Blende 50 mm. Das hat auf der Seite ein Schraubgewinde von M39. Das braucht ihr nicht, weil ihr benutzt das Objektiv andersrum in der sogenannten Retrostellung. Wer damit jetzt nichts anfangen kann, ich verweise nochmal auf meine Playliste Makrofotografie. Ja?
Jedenfalls hat das hier vorne ein Filtergewinde. Ich glaube, das ist 40,5. Und ihr müsst von diesem Filter auf M42 kommen. Oder ihr müsst euch was basteln. Was ihr macht, ist mir vollkommen schnuppe, aber das ist die Problematik. Zu diesem Objektiv. Das ist die neue Version, das ist die alte Version. Zu erkennen ist die ältere Version daran, dass hier die Blenden offen aufgedruckt sind und auf beiden Seiten aufgedruckt sind. Gut, das werdet ihr jetzt bei einer eBay-Auktion nicht unbedingt aber sehen. Jedenfalls seht ihr alle Blendenstufen irgendwie auf dem Objektiv. Hier, ich weiß gar nicht, ob ich es, hier sieht man es nicht so, aber hier gibt es nur ein Fenster, wo diese Zahlen, diese Blendenzahl, die man einstellt, zu sehen ist. Neu, alle Blendenstufen zu sehen, alt. Ja, das ist auch okay, aber es soll etwas schlechter sein. Und wo ich es gekauft habe, habe ich das nicht gewusst. Deswegen habe ich beide. Gut. Das stelle ich jetzt mal zur Seite. Retrostellung also. Übrigens, hier ist ja wie gesagt M39 Gewinde drauf. Und hier ist nochmal ein kurzer Zwischenring M39, sowas gibt es auch. Und den benutze ich so ein bisschen als Sonnenblende, weil sonst liegt die letzte Linse ziemlich offen und schräger Lichteinfall. Ihr wisst so. Ja, jetzt habe ich hier sowas Langes gebaut. Ich hätte es auch kürzer bauen können. Je kürzer dieser Abstand ist, also Sensorebene, Objektiv, umso schwächer ist die Vergrößerung. Ich habe alle Zwischenringe reingebaut, die ich hatte. Und dann habe ich etwas benutzt, das ist hier drin. Das ist eine Millimeter-Skala in Glas geätzt. Und dann habe ich ein Bild gemacht. Das blende ich euch mal ein. Ich habe einfach geguckt, wie breit ist die Skala, also wie viel Millimeter habe ich drauf, und ich glaube, wenn ich richtig das, also Pi mal Daumen, ob das 0,1 mehr oder 0,1 weniger Abbildungsmaßstab hat. Am Bob ist die Waldfee, um mal die freundliche Version zu sagen. Ich habe jedenfalls 3 Millimeter gezählt. Mein Sensor hat 21,633 mm MFT, und das gibt mit einem lockeren Dreisatz richtig eingestellt einen Abbildungsmaßstab heute von Trommelwirbel 7,2. 7,2. Das heißt, ja, das ist ordentlich und auch schwierig. Und ihr werdet auch sehen, ich habe ja dieselbe Fliege wie am Montag, blende die nochmal ein. Man sieht da nur ganz wenig von. Aber etwas, und das zeige ich euch jetzt mal, indem ich einfach mal meine Kamera anschalte. Ich hoffe, ich habe gleich ein Bild. Ja, ich muss noch scharf stellen, aber ihr seht jetzt gleich, was passiert. Also ich starte die Aufnahme. Das Rauschen dürfte etwas höher sein. Ich muss mal gerade noch den Monitor etwas drehen und ich brauche eine Lesebrille. Und jetzt drehe ich mal in Richtung scharf. Ihr seht, wie das Bild hin und her eiert. Und das ist auch dann gleich die Problematik. Also ihr seht, das ist irgendwo vorne am, ja, das ist sozusagen die Nasenspitze dieser Fliege. Ich werde noch mal gucken. Vielleicht mache ich auch nur das Auge, aber ich finde vielleicht die Stelle interessanter. Aber ihr seht, wenn ich hier das hin und her bewege, wie das Bild wackelt. Und das ist natürlich nichts. Warum wackelt das Bild? Weil dieser Makroschlitten eben 20 Euro kostet. Ich habe aber jetzt rausgefunden, wenn ich drehe und ein bisschen in eine Richtung drücke, also in dieser Ebene, dann ist der Makroschlitten gut. Das bedeutet, er hat einfach nur zu viel Spiel und ich muss einfach versuchen, durch das richtige Bewegen das im Zaun zu halten. Ja, also dieses Teil, was ich jetzt hier eingestellt habe, das ist nichts. Das werden wir noch ein bisschen verbessern. Und ja, also das ist die Hauptproblematik. Eine weitere Problematik, das seht ihr vielleicht auch in dem Bild. Ich lasse mal los. Also ich halte mal nur die Hand hier drauf. Ja, also ich tippe mal hier so ein bisschen und ihr seht, wie das Bild wackelt.
Ihr müsst also extrem euer Bild angucken. Ihr dreht hier, das sage ich euch gleich, weil ich werde diesmal keine Zeitrafferaufnahme machen, das ist Blödsinn. Ihr dreht hier, ihr müsst auf euren Monitor gucken, ihr dürft den Tisch nicht berühren, es dürfen keine Menschen im Haus rumhopsen, keine Trecker draußen fahren. Ihr werdet es sehen, weil diese Konstruktion schlicht und ergreifend wackelanfällig ist. Jetzt ist das Bild stabil, jetzt kann ich ein Foto machen. Es geht also heute nicht um zack, zack, zack und schnell die Bilder machen. Ihr müsst langsam machen. Und durch diese Länge habe ich eine viel längere Verschlusszeit wie das letzte Mal. Es darf also auch, wenn ich auslöse, nichts passieren. Ansonsten ist das Bild Schrott. Ihr solltet also sehr genau euer Bild ansehen und dann könnt ihr auch sicher sein, dass ihr auf jeden Fall schon mal so viele gute Bilder habt wie nur möglich. Ich mache mal die Aufnahme aus. Beim letzten Video habe ich gesagt, ich habe vielleicht 10 Grad gedreht. Hier muss ich heute so klein wie möglich Bilder machen. Also der Abstand drehen, ja, so klein wie möglich. Ganz winzig kleine Schritte. Vielleicht sind das auch ein paar Bilder zu viel. Aber glaubt mir, lieber zu viel als zu wenig. Lücken in einem Fokus-Stacking-Bild sehen nie gut aus. Seht ihr auch in meiner Playlist Makrofotografie. Ich werde jetzt nochmal das neu justieren. Ich werde mir eine bessere Stelle suchen. Ich werde, denke ich mal, das Auge nehmen. Und dann schauen wir einfach mal dann am Rechner, was dabei rauskommt. Wenn ich dann, ja, im Grunde werde ich die Bilder direkt in Serene Stacker laden. Ach, da hake ich nochmal ein. Nochmal zum Hinweis. Es gibt da draußen einige Programme, die Focus Stacking beherrschen. Sogar Photoshop beherrscht Focus Stacking. Wer draußen ist, 3, 4, 5 Bilder macht, die man theoretisch zusammen stacken könnte, der hat mit Photoshop ein Programm und braucht nichts extra. Dann gibt es Programme beim PC, ich glaube Combine oder so ähnlich, die kosten nichts, die können stacken und machen das. Es gibt aber eben auch Programme, die das richtig machen. Die meisten von euch oder viele da draußen kennen Helikon Focus. Ich benutze Serene Stacker. Ich habe vor langen Jahren Helikon Focus besessen. Natürlich eine ältere Version, aber ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Wenn ich die Oberfläche angucke, ist das ein Bunti-Bunti-Programm mit ganz vielen Möglichkeiten, aber in meinen Augen mit null Erklärung. Ich weiß nicht, was ich da tue. Es tut mir leid. Ich habe das damals in 2015, da habe ich damit noch gearbeitet am Anfang, ich habe wirklich versucht herauszufinden, was stelle ich ein, damit meine Bilder besser sind. Ich habe nirgendwo eine vernünftige Erklärung gefunden. Das kann euch niemand erklären. Jeder zeigt einfach, ach, das müsst ihr ausprobieren. Nicht mal auf der Webseite gab es eine vernünftige Erklärung. Serene Stacker kostet auch Geld. Sieht nicht so bunti-bunti aus. Ich habe seitdem kein einziges Mal Geld bezahlen müssen für ein Update. Es läuft, es ist vielleicht etwas langsamer als Helikon Focus. Es ist besser geworden, also der Entwickler arbeitet daran. Bilder rein, Start, erste Stacking-Methode, PMAX heißt die, seht ihr nachher nochmal, läuft. Ich habe damals einen Test gemacht mit der Demo-Version von Serene Stacker mit guten Bildern und dieselben Bilder in Helikon Focus. Das Ergebnis war so, dass ich ein Bild gestackt habe und danach habe ich meine Kreditkarte gezückt und habe bezahlt, weil der Unterschied so krass war, weil ich Dinge gesehen habe, die ich auf der Helikon-Fokus-Aufnahme nicht gesehen habe.
dass ich gesagt habe, und das benutzt du jetzt. Und weil so viele Leute schon mir gesagt haben, Servines Decker, ja, ihr könnt das glauben oder nicht, ihr könnt das halten, wie ihr wollt, ist eure Entscheidung, ist euer Geld, aber das ist der Punkt, der euch Geld kostet. Einmal. Soweit bis jetzt meine Erfahrung seit 7 Jahren. Okay? Gut. Ich baue jetzt ein bisschen um und dann lege ich los. Ich mache ein bisschen Zeitraffer. Jetzt wird's spannend. Es ist eigentlich kein idealer Ausschnitt, aber für diesen Test dürfte es langen. Es wird jetzt sehr langsam in der Zeitraffer, also für euch natürlich schnell, aber es wird sehr lange dauern. Ich habe eine Drittelsekunde Belichtungszeit bei ISO 200, das ist die Standard-ISO bei der Olympus. Bildstabilisator ist aus, weil ich wüsste gar nicht, was ich einstelle. Das bringt auch nichts. Und wichtig ist, drehen, gucken, ob sich was bewegt im Bild. Wenn noch was zappelt, natürlich nicht auslösen, Bild machen, weiterdrehen. Das ist jetzt meine Aufgabe. Ich habe keine Ahnung, wie viele Bilder es werden. Ich werde so klein wie möglich drehen, um die bestmögliche Qualität zu haben. Okay? Jetzt viel Spaß mit der Zeitraffer. So, wenn ich das gerade richtig sehe, 18 Minuten sind jetzt rumgegangen. Das war jetzt nicht besonders schwierig, das ist eher chillig, ihr könnt Musik anmachen. Ich guck mal nach, wie viele Bilder ich gemacht habe, ich habe nämlich keine Ahnung. 176, das könnte ein Tick zu wenig sein. Aber sei es drum, ich möchte euch das ja mal live ohne doppelten Boden zeigen. Also ich werde jetzt nicht nochmal eine Aufnahme machen. Es ging mir darum zu zeigen, was geht. Natürlich mit Erfahrung, das habe ich ja vorhin schon erklärt. Ja, also ich habe hier alles im Kasten. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme gut ist. Ihr werdet das übrigens auch gleich sehen. Ich mache die Kamera schon mal aus. Nicht jede Aufnahme, die man in der Makrofotografie macht, gerade wenn man anfängt und denkt, man müsste immer mehr und immer mehr Vergrößerung machen, das bringt oft gar nichts, weil man den Kontext verliert. Ich habe natürlich auch schon Aufnahmen gemacht, wirkliche Panoramaaufnahmen im Makrobereich. Das heißt, ich habe ein Tier fotografiert, in vielen, vielen kleinen Ausschnitten und habe es zusammengesetzt. Theoretisch könnte dieses Bild, ich glaube, 2,50 Meter groß an der Wand sein, ja, weil so viele Pixel da sind. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass man gar nicht auf diese super hohen Vergrößerungen gehen muss. Und wer Insekten fotografiert, aber eben die Schärfe haben möchte, der braucht in der Regel bei den meisten größeren Insekten überhaupt kein Makro über 1:1. Das mal nur so am Rande. Da sind die Bilder drauf und ich gehe jetzt an den Rechner. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, ich bin am Rechner. Ich habe die Bilder in Lightroom importiert. Ich habe im Grunde sie gleich wieder exportiert. Ich blende mal das alles ein und aus und um, dass ihr das sehen könnt, und ich hoffe, dass heute die Qualität vom Screenshot besser ist. Ich habe da nämlich einen Fehler gemacht, gebe ich ganz offen zu.
Und ich sehe gerade, ja, ich bin da verhältnismäßig winzig drin. Könnte man ja eigentlich mal so ein bisschen größer machen. So. Also, ich mach das mal. Ne, ich muss hier hin. Mach das mal so. Nee, stimmt auch nicht. Ich gehe ins Entwickeln-Modul und ihr seht, ich habe hier einen Hauch gemacht, aber ich habe eher was Negatives gemacht. Ich habe den Kontrast abgeschwächt. Ich bin hier auf Landschaft gegangen. Das habe ich das letzte Mal nicht gemacht. Das muss man ausprobieren. Das kommt immer ein bisschen aufs Motiv drauf an. Und etwas, was man auch nicht macht, man schärft hier nicht, aber die Rauschreduzierung, die dreht man etwas hoch. Irgendwas, ja, müsst ihr so ausprobieren. Zwischen 10, 15, 20 ist zu viel. Obwohl ich mit wenig Rauschen ja eigentlich schon zur Sache gegangen bin. Das Bild muss so platt wie möglich sein. Glaubt's einfach, macht das so und dann seid ihr auf der besseren Seite. Bitte die Bilder nicht entwickeln. Ja, das sieht total murks aus. Also alle Bilder, die hier sind, ich gehe mal ein Stückchen weiter vor, dass ihr mal ein bisschen mehr seht. Alle Bilder sind so flach wie möglich. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was dabei rauskommt. Ich habe, wie gesagt, alles gesteckt. Nein, ich habe noch nichts gesteckt, aber jetzt geht es ans Stecken. Und dazu müssen wir in Serene Stacker. Ich brauche meine Bilder. Meine Bilder sind hier. So. Die selektiere ich alle. Es sind 163. Ich schiebe die hier rüber. Jetzt dauert es aber ein Momentchen. Und ja, dann werde ich. Ja, ich werde euch wieder eine Zeitraffer aufnehmen. Ich starte das übrigens, wie gesagt, hier oben, da steht Pi Max. Ich habe jetzt meinen Mauszeiger nicht an. Ihr werdet das ja wohl erkennen können. Also Pi Max starten und ich blende mich auch gleich aus. Das kann ich eigentlich schon mal machen. So, bin ich weg und das mache ich jetzt größer, dass ihr das Ganze seht. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob mein Stack, was geworden ist. Das Bild ist fertig. Hier oben gibt es einen Fehler, den ich nur zum Teil erklären kann. Ich habe ja ziemlich aufgepasst, dass mir das Motiv nicht verrutscht, aber irgendwas ist da passiert, sei es jetzt drum. Die Aufnahme ist gar nicht mal so schlecht geworden. Es ist nicht super perfekt, aber ich bin ja auch noch nicht fertig, denn Bildbearbeitung ist das A und O. So, jetzt mache ich mich mal hier größer und werde Serene beenden. Das Bild habe ich gespeichert. Ach, Lightroom ist ja auch noch offen. Das brauchen wir nicht mehr. Übrigens, was mache ich mit den Bildern? Da haben mich schon Leute gefragt, Sven, was machst du mit den ganzen Makroaufnahmen? Na, löschen, was denn sonst? Was wollt ihr damit? Eine Aufnahme ist gut. Dann wird diese Aufnahme bearbeitet, also die Einzelaufnahme, die gesteckte Aufnahme. So, ich brauche Photoshop. Und das war's. Also ich mache dann nicht, ich mache nichts mit den Bildern. Ich speichere mir die nicht. Weil, also ich würde sie nur speichern, wenn ihr sagt, ich kann mir jetzt noch kein teures Stacking-Programm leisten und ich mache das vielleicht irgendwann mal später. Aber ganz ehrlich, dann mach das wirklich später. Es ist einfach, wie es ist. Also tut mir leid. Ich meine, ich bin auch sparsam. Es ist wirklich so, das wundert viele, aber ich bin auch mittlerweile so, dass ich aufpasse, hey, brauchst du das? Brauchst du das wirklich? Da denke ich wirklich sehr lange drüber nach. Und ja, wenn ich das nicht brauche, lasse ich das. So, ich habe das Bild jetzt mal so nebenbei in Photoshop geöffnet und nee, ich muss hier, das ist
Ich werde mich mal hier drüben hinpinnen. Vielleicht mache ich mich auch ein bisschen kleiner, dann störe ich weniger. So, also das Bild habe ich, ja, also die ganzen Techniken der Belichtung, kommt alles in meiner Makrofotografie-Reihe. Man muss etwas unterbelichten. Das fangen wir mal an. Also hier oben ja, diese Sache hier am Auge, das ist wirklich maximale Helligkeit. Oder hier, ja, es darf keine hellen Lichtblitze geben. Der Kontrast muss so flach wie möglich sein. Schon bei der Aufnahme, ganz wichtig. Warum das so ist, nicht drüber nachdenken, ist so, machen, gut ist. Ja? Ihr kommt selber drauf, wenn ihr es mal als Fehler euch passiert, dann wisst ihr, was Sache ist. So, das Bild sieht jetzt erstmal nicht so besonders aus. Warum? Ich habe es nicht entwickelt. Es ist praktisch die RAW-Aufnahme zu einem 16-Bit-TIFF gemacht und jetzt kann ich erst loslegen. Und aus diesem Grunde fange ich einfach mal mit Kamera RAW an. So, hier sind wir in Kamera RAW und jetzt, was kommt jetzt? Arbeiten wir uns da ganz vorsichtig ran und drehen hier an alle möglichen Regler. Oder wisst ihr was, Leute, was ich gerne mache? Einfach nur, weil auf einen Schlag ganz viel passiert. Ich klicke hier auf Automatik. Und jetzt sehe ich ein Bild, was heller ist, was angepasster ist vom Histogramm. Es ist nicht perfekt. Es gibt hier auf der Seite übrigens sehr viele Fehler, sehe ich gerade. Aber ich werde das Bild eh reduzieren. Ich werde es klein schneiden. Es ist die Vergrößerung. Ah, da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel gemacht. Aber jetzt fange ich erstmal an, so ein bisschen zu entwickeln, dass hier wirklich jetzt mal ein bisschen Kontrast reinkommt. Aber vorsichtig, weil es kommt gleich noch ein Filter und der holt dann eigentlich so den guten Rest ab. Die Farbtemperatur kann ein bisschen wärmer sein. Dass hier praktisch diese Fliege ein bisschen, ich sag jetzt mal, goldiger wird. Ja? Die Helligkeiten hier hinten, da reißt es ein bisschen aus. Hier muss ich ein bisschen runtergehen. In den Tiefen kann ich ein bisschen hochgehen. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gradationskurve kann man auch noch mal gucken. So gewisse Stellen rauf, andere Stellen nicht rauf. Das ist eigentlich eine negative Kurve, aber das ist eine Erfahrungssache. Also, nicht drüber nachdenken. Einfach machen, so wie ihr es gewohnt seid, ein Bild zu bearbeiten. Jetzt werden wir mal auch an dieser Stelle, das möchte ich euch einfach auch mal zeigen, es ist wirklich möglich, auch so ein Bild zu retuschieren. Dass ihr das mal seht. Und die Sache, die ich mal retuschieren möchte, die ist hier. Ich mache mir gerade mal eine Retusche. Normalerweise benenne ich meine Ebenen übrigens gar nicht. So, aber das ist jetzt mal eine Retusche-Ebene. Und ich gehe jetzt mal hier wirklich hier ran. Jetzt sagen viele, wie willst du das retuschieren? Ganz ehrlich, das ist super easy, wenn ihr die Stempelfunktion benutzt. Habe ich den richtigen Stempel? Doch, ist doch der richtige Stempel. Warum wird mir das nicht angezeigt? Das ist gerade eine sehr interessante Sache, die hier nicht funktioniert. Ah, seht ihr, da ist noch was nicht eingestellt. Alle Ebenen. So, jetzt Adler. Also, ich klicke hier jetzt mal einfach auf die Mitte von so einem Auge. Das platziere ich hier oben. Und jetzt, seht mal, so einfach ist das, dieses Stück hier zu retuschieren.
Habt ihr es gesehen? Gut, hier ist noch ein bisschen was Helles außen rum. Könnte man noch ein bisschen nachgehen, ist jetzt aber nicht so dramatisch. Also perfekt ist das Bild ehrlich gesagt nicht. Ich guck mal, was wir hier noch so haben. Ja, ihr seht es ja hier. Hier gibt es weitere Fehler. Die kann man eben korrigieren. Wenn man das möchte. Ich werde das jetzt nicht weitermachen. Ich wollte das euch nur mal zeigen. Ihr seht, hier sieht man das noch so ein bisschen. Man könnte mit, ehrlich gesagt, so ein bisschen Dutch and Burn. Da muss ich aber auf die Ebene gehen. Ja, schon besser, oder? Gut. Was mache ich jetzt noch an dem Bild? Ich muss es eh noch beschneiden. Wie gesagt, diese Seite ist nicht gut geworden. Daran solltet ihr übrigens immer denken. Außenrum entstehen Fehler. Ihr solltet also nicht versuchen, eine Utopie, also überhaupt eine große Vergrößerung hinzubekommen und außen keine Luft zu haben. Ich habe jetzt ja absichtlich auch mal diese hohe Vergrößerung gewählt, um euch zu zeigen, es ist möglich. Und ihr seht, es ist möglich. Also das Bild ist ja, würde ich mal sagen, nicht schlecht, ne? Für den Preis. Ach, da ist die Kamera, ich vergesse das immer. So, und jetzt, ich werde die Retusche-Ebene hier zusammen machen. Hallo, Retusche. Photoshop hat irgendwas, also sie haben viel geändert. Es tut mir leid, also ich bin da in vielen Sachen nicht ganz so glücklich. Und jetzt ein Plugin, wo ich wirklich euch sagen kann, Leute, das ist so, so geil. Also gerade auch was ISO-Rauschen angeht, was Schärfen angeht, Topaz Denoise. Ja, also ich zeige euch, das ist jetzt ja hier 100% Ansicht. Vorher, nachher, also wie viel Schärfe da schon reinkommt. Ich möchte es jetzt hier mal nicht übertreiben. Rauschen ist ja eigentlich gar nicht wirklich da. Ich möchte mal eine andere Stelle sehen. Es ist doch, es ist ein bisschen Rauschen da. Und ich will jetzt mal noch ein anderes Patent, also andere Möglichkeit versuchen. Was ist da besser? Sehr ähnlich, Low Light. Also, wir machen jetzt erstmal eine Rauschreduzierung plus ein Schärfen. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich hau noch ein Schärfen drauf. So, dauert eine Sekunde. Im Übrigen, ich arbeite immer noch in 16-Bit-TIFF. Großen Unterschied werdet ihr jetzt erstmal noch nicht sehen. Jetzt konnte übrigens sein, dass hier ein Pop-up kommt von wegen Update laden. Das muss ich noch machen, habe ich noch nicht getan. Und ja, genau. So. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an. Das Bild, ihr seht das immer unten links hier. Da wird gerade die Vorschau berechnet. Und jetzt gucke ich mal, wie viel schärfer das geworden ist. Es ist ein bisschen mehr, bisschen schärfer, sage ich mal. Möchte mal da ein bisschen Gas geben. Es muss immer berechnet werden. Es soll noch mal so eins oben drauf gesetzt werden. Ja, man darf da ruhig mal auch ein bisschen übertreiben, weil das machen die anderen auch. Ja, okay. Das war's eigentlich. Lass mal gerade mal rechnen. Ich gehe mich mal hier in groß zeigen. Ihr habt das jetzt gesehen. Also ich habe mit einem Makroschlitten für 20 Euro, natürlich habe ich darauf geachtet, möglichst keine Fehler zu machen, mit einer nicht, ja, vielleicht auch manchmal nicht gut und fein genugen Dreherei habe ich wirklich es hinbekommen, ein Bild zu
zu stacken in 7,2 zu 1. Das habe ich ausgerechnet. Und ich würde sagen, das ist eine Hausnummer. Also das macht man nicht mal eben so. Ich hätte übrigens gar nicht so hoch gehen müssen, aber ich habe mir gedacht, jetzt klopfst du das mal raus, damit ich euch zeigen kann. Das Bild arbeitet übrigens immer noch, also es liegt nicht an mir, dass ich euch jetzt das Bild nicht zeige, aber ja, wir gehen gleich wieder in Photoshop. Also ich habe das hinbekommen, akzeptabel gut für eine, ich würde mal sagen, was gibt man dafür aus? Das Objektiv müsst ihr gucken. Der Schlitten ist bekannt, Zwischenringe kosten ein bisschen Geld, aber ich würde sagen, mit dem Objektiv und übrigens, wenn ihr mit kleinen Zwischenringen auch arbeitet, dann also leicht anfangt, ihr könnt euch da reinsteigern. Und ihr seht ja auch, man muss das Bild nicht unbedingt in dieser vollen Größe fahren. Ich mache jetzt mal hier, ich mache das Bild quadratisch und ich mache es nicht quadratisch, das bringt nichts. Ich nehme mal ein bisschen was weg, was ich nicht brauche. So, da haben wir ja Fehler gehabt. Hier unten ist es witzigerweise ganz gut, aber ich schneide hier trotzdem ein bisschen weg. Es ist nicht ganz ein ganz idealer Schnitt. Also, ich habe einfach rausgehauen. Ja? Darum geht es. So. Also, das ist hier mein Bild und ich gehe jetzt mal einfach auch einen Tickel ran. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Kontrast haben. Ganz ehrlich, da ist der Kontrast noch ein bisschen zu flau. Und tja, da gehen wir mal, ne? Gradationskurve, Helligkeit. Ach, wisst ihr was? Das Einfachste ist doch immer, wir machen es da, wo wir es gewohnt sind. Nämlich in Kamera RAW, da können wir viele Sachen auf einmal machen. Ihr seht übrigens, ich arbeite nicht mit mit Smart Objects. Warum mache ich das nicht? Weil ich glaube, dass ich alles doch beim ersten Mal ganz gut hinbekomme und nicht wirklich ständig ändern will. In dem Bild gibt es übrigens noch mehr Fehler, da komme ich gleich noch mal drauf. Da können wir noch bisschen Gas geben, aber ich würde sagen, ach, oben ist das Bild noch schlecht, wir können es oben noch ein bisschen beschneiden. Oben gibt es noch kleine Fehler. So, ja, was sagt ihr dazu? Kann man das Bild noch schärfen? Ich überlege gerade, ob ich das Bild noch mal in irgendeiner Form schärfen kann. Leider gehen hier einige Plugins nicht mehr. Ja, ist ein bisschen unscharf maskieren. Ich will es mir mal angucken. So. Ja, ich mache das jetzt hier, bitte, ihr seht mir nach, dass ich nicht ständig rede, weil, wir gucken uns das an, wir können ja jederzeit wieder eins zurückhupsen, so, ja, das hat schon noch mal ein bisschen was gebracht, dieses unscharf Maskieren, gerade hier im Auge, jetzt wollen wir noch mal hier auf 100% reinzoomen, ich gehe mal schieben können. Das Auge ist hier ein bisschen grieselig geworden. War das vorher besser? Nö, da habe ich irgendwie ein bisschen Bockmist gebaut. Macht aber auch nichts. Wisst ihr was? Das macht nichts. Weil es ein Instagram, wo ich das Bild jetzt gleich hochladen werde, keine Sau sieht. Das ist nämlich der Punkt Instagram. Und selbst wenn ihr das jetzt groß an die Wand hängen würdet, es ist ja eine Datei, die hat schon ein paar Pixel, immer noch. Das guckt sich keiner an. Der Einzige, der sich das so genau ansehen wird, das sind Fotografen. Und
auf deren Meinung müsst ihr nicht immer etwas geben. Und ja, das soll es heute gewesen sein. Ich setze mich mal wieder hin. Ihr habt gesehen, man kann, wenn man will, mehr ausgeben, ist natürlich immer vorteilhaft. Sprich, der Makroschlitten macht dann weniger Probleme und. Aber es ist möglich, gerade auch wenn ihr das Video davor euch anseht, mit, ich sag mal, einem normalen Makroobjektiv nur durch den Kauf von einem Makroschlitten wirklich Sachen zu stacken und einfach in eine nächste Welt einzutauchen. Man kann auch draußen stacken. Ich habe ja verschiedene Videos gemacht. Ich glaube, Tipps für Makrofotografie. Dauerfeuer ist so ein Begriff bei mir, wo man einfach Bilder macht und zu Hause guckt, man kann vielleicht Photoshop aus 2, 3 Bildern eine bessere Schärfe erzeugen. Das ist möglich. Je nachdem, wie ihr arbeitet. Ich würde sagen, ich habe ein ganz, ganz gutes Bild gemacht für den ersten Versuch mit diesem Setup. Ich habe wirklich sowas noch nie vorher so zusammengebaut. 7,2:1 circa ist der ABM, der Abbildungsmaßstab. Ein bisschen tote Fliege. Und schaut euch mal, was das für ein Monster geworden ist. In diesem Sinne, ciao, tschüss, euer Sven.